Mein Name ist Jana Zieger. Ich arbeite für die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Herrenberg und bin für das Stadtnavi zuständig. Das Stadtnavi ist eine multimodale Mobilitätsplattform, die nachhaltige Mobilität einfacher macht. Das heißt, das Stadtnavi zeigt einem, wie man möglichst schnell und umweltfreundlich von A nach B kommt, indem man verschiedenste Mobilitätsformen kombiniert auf einer Strecke. Das heißt, man gibt dann im Stadtnavi ein, hier möchte ich hin, und es zeigt einem zum Beispiel eine Kombination an, nimm erst dein Fahrrad, steig dann in die U-Bahn, steig dann in die S-Bahn und nimm für die letzten Meter vielleicht noch einen E-Scooter. Trägt zum Klimaschutz bei und zur Luftreinhaltung. Das war ein großes Ziel bei der Entwicklung vom Stadtnavi, dass wir die Emissionen senken wollten. Ist zum Kopieren, Mitmachen und Weiterentwickeln gedacht. Unter Open Source versteht man, dass was entwickelt wird, zum Beispiel eine App, die alle selber weiterentwickeln können. Also der Quellcode vom Stadtnavi zum Beispiel steht online frei zur Verfügung und alle anderen Kommunen, Landkreise, Bundesländer können das Stadtnavi auch selber nutzen und für sich weiterentwickeln. Kann in anderen Kommunen an das eigene Design angepasst werden, der Name kann angepasst werden. Und vor allem ist für die Kommunen komplett offen, welche Daten sie einpflegen. Also es ist eine komplett flexible Anwendung, die von allen anderen kostenlos genutzt werden kann und weiterentwickelt werden kann. Wir wünschen uns, dass in 5 Jahren das Stadtnavi Mobilität landesweit oder auch bundesweit vernetzt. Es macht einfach Spaß, mit so einer großen Community zusammenzuarbeiten und zu sehen, was dann für coole Projekte entstehen können.